Ja, nein. Aber Schlangen sind Teil der elementaren Schöpfung. Auch wenn sie geschuppt sind. Sie sind doppelzüngig, ja, das ist wahr. Aber sie tun mir trotzdem nichts, außer jemand heißt sie so zu tun. Ja, willst du jetzt vorgehen oder soll ich? Ja, ich gehe ja schon vor. Alles gut. Ja, und ich würde vorgehen. Ja, du kannst die Tür aufmachen und siehst dann, wie dort Gruben in den Boden reingegraben worden sind und darin allerlei Eier und die dazugehörigen Schlangen. Und zwar von jeder Sorte, die dir irgendwie einfällt, eine. Also die warnende Kobra, die strafende Boronsotter, die jagende Palmwiter und allerlei Haut, die teilweise dann eben auch als Vorhang von den Decken herunterbaumelt und dann die einzelnen Gruben so ein bisschen ja, abdeckt oder schützt vor Zugwind. Und du siehst, wie dann sich wohl, du siehst um die 10, vor allem Frauen, wenig Männer. Also zwei Männer siehst du, der Rest dann eben 8 Frauen, die dann zwischen den verschiedenen Gruben hin und her eilen und sich dann um die Schlangen zu kümmern scheinen. Wenn ihr eintretet, bekommt ihr zunächst einmal Blicke ab. Blicke des Erstaunens. Kommt rein! Kommt rein und macht die Ja. Tür zu! Ich trete ein und würde dann die anderen auch hereinwinken. Die Schlangen, die mögen es nicht so kalt. Kommt herein, kommt herein. Ja, ist ja sehr schön, eure Hütte. Tretet nicht in die Brutgruben. Nein, ich wollte Natürlich heute nicht nicht. vergiftet werden. Nun, also die da sind gar nicht so giftig. Die da wiederum, da würde ich wirklich nicht reintreten. Da würde ein Ihr Biss sollt davon. nirgendwo reintreten. Nein, aber schaut euch mal seine Füße an. Die sind wirklich ziemlich groß. Deshalb meine ich, ist ja auch Seid ihr euch egal. sicher, dass ihr hier richtig seid, oder wolltet ihr in den Dublonen regen? Ich würde mal meinen goldenen Schlangenreif entblößen. Ich denke, ich bin hier richtig. Herzlich willkommen bei uns. Ich bin Kariana Bint El Cobra. Es ist mir eine außerordentliche Freude. Wir sind die Heptarchentöter. Nun, was auch immer das ist, was mögt ihr? Nun, wir würden ganz gerne ein Gespräch mit einer jungen Frau suchen. Also aus meiner Perspektive eine junge Frau. Sie dürfte jetzt um die 50 sein, vielleicht 60. Wie hieß sie noch gleich? Malana. Malana, geht das nicht gut? Nun, vielleicht können wir ihr Linderung verschaffen. Und das sind eure Freunde? Die sind meine Freunde. Das ist Abelmir und das ist Rafim und das ist Zulamin. Und der gerade zur Tür reinkommt, ist Ronga. Dann kommt mit. Herzlichen Dank. Sie winkt euch einfach nur und bedeutet euch dann einmal an den verschiedenen Brutgruben vorbeizutreten. Ja, könnt dann noch so ein bisschen Haut von den Schlangen, die dann zusammengebunden worden ist, beiseite streifen und tretet dann in einen hinteren Teil, wo ihr viele verschiedene Betten erkennen könnt. Und in einem dieser Betten liegt eine alte Frau, um die, tja, was würdet ihr sagen, 70? Um die 70 Jahre. Dünne, weiße Haare, generell sehr dürr oder eingefallen. Und ihr könnt ihre langen, dünnen Finger erkennen, die da auf dem Bett liegen, die Decke hochgezogen. Selbst ihre Finger sehen fast aus wie kleine, dünne Schlangen. Was fehlt ihr? Sie ist bettlägerig, sie ist alt. Nun, Abelmir, etwas Taktgefühl. Nun Ich ja. würde. Vielleicht hat sie eine Krankheit. Hier in Salem konnte ich mir das gut vorstellen. Schwindsucht, Seelenfäule. Und dann lasse ich euch mit ihr alleine. Malane, Meisterin, ihr habt Besuch. Was? Kommt rein! Malane, es ist mir eine außerordentliche Freude. Kommt zu mir! Ich kann nicht gut sehen. Oh. Ja, selbstverständlich. Ja, ich würde an ihr Bett treten. Malane,
Ich habe sie streckt ihre Finger nach dir aus und betastet dich erst einmal und du merkst auch, wie sie nach dir riecht. Oh, das ist wie beim Bewahrer der Kraft. Der ist auch blind. Ist nicht schlimm. Also, Balane, ich habe euch etwas mitgebracht. Etwas, das einmal einem Menschen gehört hat, der einen Platz in eurem Herzen gefunden hatte. Und es war sein sehnlichstes Anliegen, dass ihr es erhaltet. Und damit würde ich ihr den Schlangenring geben. Das also Amulett. Das Amulett, genau, ne? Ja. Das Halsband, sowas. Genau. Ja. Sie greift danach und fängt dann an, kratzig zu lachen. er hat mir einst was bedeutet. Er war, sagtet ihr? Nun, ja. Er ist tot. Ja, hat er sich tot gesoffen? Nun, nein. Er wurde in der Bibliothek erschlagen. Ah, im Suff. Vielleicht. Aber spielt das jetzt noch eine Rolle? Den Toten bringt man weder Missgunst noch Schadenfreude bei. Da habt ihr recht. Verzeiht. Es wundert mich, dass er nach all dieser Zeit noch Kontakt zu mir haben mag. Nun, ihm war bewusst, dass euch und ihn etwas verbunden hat. Etwas, das Bestand hat. Hat es Azelaman ihm also erzählt? In der Tat. Nun, wir würden auch gerne mit eurer Tochter sprechen, wenn dies möglich ist. Ich habe mit mir gerungen. Ich habe es ihm nie mit ihm erzählt. Er war nicht gut. Er ist in Seelem verkommen. Hat sich dem Alkohol hingegeben. Was hat er euch erzählt? Nun, nur, dass er es bereut und dass er gerne noch einige Worte an seine Tochter gerichtet hätte, die wir nur ihr überbringen sollen. Dann hätte er früher mit dem Alkohol aufhören sollen. Hat er gesagt, dass er mich verlassen hat? Das hat er zumindest Azelaman erzählt. Das hat er uns erzählt, in der Tat. Aber er hat sich an die Schläfe gefasst. Er war nicht ganz klar. Er war nie ganz klar. Er war schlimmer dran als ich jetzt. Nun, diese Stadt treibt ihr Schindluder mit allen, nicht wahr? Das tut sie wohl. Wenige, die ihr klar sehen. Alle sind am dahin, der Mann. Die Sünde hat sie wahrlich verflucht, selbst den Geweihten. Er ist verwahrlost, der Büchermeister. Wieso das? Ihr habt ihn noch gesehen. Er ist vom Seelämmer Blut. Die werden oft verrückt. Und er sagte zu mir, ich bin diejenige, die verrückt ist und nicht klar sehen kann. Nun, Perspektiven. Das ist es eben. Ich habe Karianna erzählt, dass sie von der Bibliothek fernbleiben soll. Nun, aber vielleicht möchte sie am Ende die Überreste ihres Vaters sehen. In ihr fließt das Blut von uns beiden, von mir aus Al-Anfa und von ihrem Vater. Ich will nicht, dass sie so wird wie er, solange ich sie hier habe und sie nicht in der Bibliothek ist und von ihrem Ahn Azelaman beeinflusst wird, wird sie nicht verrückt werden. Geht es Karianna denn gut hier auf der Schlangeninsel? Selbstverständlich. Ich habe sie ausgebildet. Aber ihr Blut kommt bereits zum Tragen. Aber besser. Ich werde dafür sorgen, oder ich habe dafür gesorgt, dass sie nicht Hesindes Gabe annimmt, sondern eine Schwester der Schlangen wird. Sagt, wie unterscheiden sich die Schwestern der Schlangen von den restlichen der Hesindekirche? Mir fällt das Wort nicht ein.
von den restlichen Geweihten, von den restlichen Aspiranten. Ich weiß nicht, wie ihr sie hier bezeichnet. Warmblüter. Hm. Warmblüter nennen wir sie. Sie machen der Schlangengöttin Ehre auf ihre Art und Weise. Aber es ist die falsche Art. Wir sind wechselwarm. Sie... In ihr fließt magisches Blut. Sie kann mit den Tieren reden. Oh, das kann ich auch. Ich habe euer Halsband ertastet. Dann wisst ihr, was ich bin. Einer der männlichen Hexer. Nun, gewissermaßen. Ja. Ich würde es nicht ertragen können, dass sie Bücher schleppt und Reisenden Bücher ausfertigt, die sie lesen wollen. Verrückte Magier. Nun, diese Magier, nicht die, die ihre Gaben durch die Welt, durch die Natur erhalten, sondern sie in Büchern zu mehren suchen, sind in der Tat etwas seltsam. Ja, sie ist hier glücklich, zwischen ihresgleichen, den anderen Schlangen. Wer seid ihr, dass ihr ihre Bestimmung verweigert? Wer gibt euch das Recht dazu? Ich bin ihre Mutter. Aber wir, das machen Eltern so. Ja, und sie begehen damit einen großen Fehler. Nun, sie tun dies, um ihre Kinder zu schützen. Die Mutter weiß, was das Beste für das Kind ist. Dann fragt Karianna doch, ob sie in die Bibliothek gehen will und den anderen Weg der Schlange beschreiten mag. Ja, lass ihr die Wahl entscheiden und trifft nicht für sie. Nun, versucht euer Glück. Zunächst mal hätte ich sie gefragt, ob sie zumindest von den Überresten ihres Vaters Abschied nehmen will. Das wäre das Mindeste, oder? Sie hat ihn nie gesehen. Spielt das eine Rolle? Dann hat sie ihn doch in bester Erinnerung. Sie ist eingeboren. Ich verstehe. Was bedeutet das? Ja, dass sie aus einem Ei geschlüpft ist, Abelmir. Das ist doch jetzt nicht so schwer zu verstehen. Menschen schlüpfen nicht aus Eiern. Vielleicht Zwerge, aber keine Menschen. Wir sind hier in Salem. Ja, wirklich schön hier. Ich würde dann mit eurer Tochter sprechen, auch wenn ihr natürlich exzellente Gesellschaft seid. Guter Witz, Rafim. Warum wollt ihr Karianna überzeugen? Warum wollt ihr sie mir wegnehmen? Ich werde sterben. Ich will niemandem etwas wegnehmen. Ich möchte ihr nur die Chance eröffnen, sich von ihrem Vater zu verabschieden. Ihr lügt. Ihr wollt sie wegnehmen. Ich würde gerne eine Überredenprobe machen. Ja, Würfel. Ja, da würfelt sie auch nicht gegen. Nein. Dann, sie winkt so ein bisschen mit ihren langen, dünnen Fingern. Schlangenartig winkt sie euch da wieder nach draußen. Geht. Ja. Ja, und dann würden wir uns zu Karianna aufmachen. Ja, die steht da gerade wieder neben einer der Brutgruben und verhilft da wohl gerade irgendeiner Schlange aus der Haut, aus der sich gerade rausschälte. Das ist ein besonders kleines Exemplar und kämpft da wohl gerade noch so ein bisschen während des Häutungsprozesses. Wer von euch ist Karianna? Na, ich. Diejenige, die euch als erstes geführt hatte. Ja, Abelmir, ich denke, für das Gespräch ist es hilfreich, wenn du einfach aufhörst zu reden. Ich denke auch. Ich denke auch. Schön, dass wir mal alle einer Meinung sind. Was sagt denn die Kleine? Geht es ihr gut? Selbstverständlich geht es ihr gut. Nun, ihr könnt also auch mit Tieren kommunizieren. Ja. Nun, ich bin ebenfalls dazu in der Lage, wenn auch auf eine andere Art und Weise als ihr.
Bin aber nicht gekommen, um mit euch darüber zu reden, sondern ich habe eure Mutter erst aufgesucht, um nun ja, mit ihr über eine Angelegenheit zu sprechen, die auch euch betrifft. Meine Meisterin. Und ja. Nun, es ist sehr bedauerlich, euch das an dieser Stelle so mitteilen zu müssen, aber euer Vater hat vor kurzem seinen letzten Lebenshauch getan und ich habe keinen Vater. Doch. Nein. Doch, ganz sicher sogar. Ich würde einmal die Haarsträhnen hervornehmen. Ich gehe davon aus, wenn ihr magische Begabung habt, dann könnt ihr zumindest eine Verbindung zwischen diesem und eurem spüren. Sie legt den Kopf leicht schief und tritt aus der Brutgruppe zumindest nach oben. Und jetzt? Nun, wir haben ihn auf unserem Schiff aufgebahrt und gereinigt und es war sein Wunsch, dass ihr zumindest die Möglichkeit habt, Abschied zu nehmen, und sollte es eure Intention sein und ihr danach verlangen, sodass ihr noch einmal mit ihm sprechen könnt. Ich könnte das einrichten, aber nur, wenn ihr es wollt. Uns wäre nur wichtig, dass ihr mitkommt und zumindest von eurem Vater Abschied nehmt und wir uns danach in aller Ruhe unterhalten können. Wir können uns auch jetzt in aller Ruhe unterhalten. Ich kenne ihn nicht. Nun, spielt das eine Rolle? Selbstverständlich spielt das eine Rolle. Um Abschied zu nehmen, müsst ihr jemanden nicht unbedingt kennen. Es ist das Konzept, von dem ihr Abschied nehmt. Nicht der Mensch. Ihr sagt mir jetzt also, dass ich einen Vater gehabt habe, den ich 30 Jahre lang nicht gesehen habe. Und jetzt soll ich von ihm Abschied nehmen. Nun, sonst werdet ihr es euch irgendwann vorwerfen. Wisst ihr, ich habe auch mal einen Menschen verloren, der mir sehr nahe stand. Und hätte ich die Möglichkeit gehabt, von ihm ordentlich Abschied zu nehmen, es wäre mir viel wert gewesen. Ich möchte nur nicht, dass ihr irgendwann in der Situation seid, wo ihr euch das Ganze vorwerft. Sehe ich so aus, als würde ich mir etwas vorwerfen? Nein, noch einmal, aber ich bin eingeboren. Ich hatte keinen Vater. Und ihr könnt jetzt gerne etwas anderes behaupten, aber ich hatte meinen Lebtag keinen Vater. Und nun, wo er tot ist, kommt ihr zu mir und sagt, ich soll mich von ihm verabschieden? Ja, das ist das, was ich euch sage. Denn ihr habt hier eine Möglichkeit, die viele nicht haben. Und vielleicht werdet ihr bald noch auf andere Art und Weise eine weitere Person verlieren, die euch sehr am Herzen liegt. Und ich möchte einfach nicht, dass ihr einen Fehler macht, den ihr irgendwann bereut. Kommt mit uns für eine Stunde. Es muss nicht lange sein. Und dann, wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, redet mit uns. Wir können euch verstehen und euch Trost anbieten in dieser schweren Zeit. Heilkunde Seelen. Ja, ihr dürft alle Heilkunde Seele würfeln. Dürft ihr alle machen. Ich habe natürlich keine Heilkunde Seelen. Du darfst Menschenkenntnis würfeln. Ganz ehrlich, ich möchte das gar nicht unterstützen. Bin auf ihrer Seite. Das ist auch gut. Also ich möchte, dass ihre sie erstmal mitkommt, aber ich verstehe ihre Position auch total. Ja. Also Zulamin und Abelmir, ihr seid ja nicht so sehr mit Reden beschäftigt, sondern eher mit Zuhören. Und es ist egal, welche Position ihr jetzt einnehmt, aber ihr wisst, dass ihr sie damit nicht kriegt. Also sie ist sehr widerwillig. Und damit werdet ihr sie nicht bekommen. Es gibt sicherlich andere Wege, wie man sie jetzt hier rausbekommt. Aber vielleicht eher mit Neugier oder mit den Aspekten von Hesinde. Und Mitgefühl gehört dann nicht wohl mit dazu. Gerade wenn ihr euch jetzt noch einmal ihren Kult anguckt. Die strafende Boronsotter, die jagende Palmwieper, die schützende Kobra, aber auch die warnende Kobra. Ihr werdet sie höchstwahrscheinlich mit Neugier herausbekommen, aber nicht mit Mitgefühl. Dann schaltet sich Zulamin jetzt ein und sieht Hexe an. Euer Vater wurde ermordet.
Und wir möchten wissen, warum. Möchtet ihr uns dabei helfen? Erzählt mir mehr. Ihre Augen blitzen auf und sie mustert jetzt dich. Wir wissen nicht viel, außer dass er jemanden in der Bibliothek überrascht hat. Im sogenannten elemitischen Trakt. Das grenzt es natürlich nicht sehr ein, aber jemand hat dort recherchiert. Jemand, der nicht dazu befugt war. Und jemand, der dazu bereit war, zu töten, um sein Tun zu verheimlichen. Vielleicht hat das Ganze auch mit seiner Blutlinie zu tun. Wir wissen das nicht genau, aber deswegen sind wir am Ende auch bei dir. Also geht das Ganze nicht um deinen Vater, es geht um dich. Es geht um mein Blut? Wer war denn mein Vater? Er war der Bibliotheksmeister? Ja, genau. Ferosef, der Meister der Bücher. Ja, richtig clever. Oh. Eine nicht bekannte schlecht. Persönlichkeit in Selem, wie ich annehme. Nun, ich war nie da, aber das ist der Begriff für den Büchermeister, Ferosef. Nun, und da du sein Blut hast, wird dich der Geist auch in die Bibliothek einlassen. Ein Geist? Das hätte ich nicht sagen sollen. Uiuiui. Da gibt es einen Geist, der die Eindringlinge normalerweise fernhält und der hütet die Geheimnisse der Bibliothek. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist noch etwas. Also, das ist, könnte gefährlich sein. Und er ist euer Vorfahr. Er gehört zu eurer Blutlinie. Wie lange ist er tot? Noch viele hundert Götterläufe. Hunderte Götterläufe? Er hat viel zu erzählen und er kennt vieles, was hier passiert ist. Naja, aber so staubige Bücher werden euch ja vermutlich nicht interessieren. Eure Mutter hat uns ja schon gesagt, Bücher, was ist das schon? Meine Meisterin. Ihr kennt viele Geheimnisse des Selems und der Umgebung. Sprecht einfach mit ihm. Es kostet euch nichts. Und mein Vater wurde ermordet. Und ihr sucht seinen Mörder? Ja, das tun wir. Also gut. Ich komme mit.